zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Dark Project Gold. Ich befinde mich hier wieder in der, ich sag mal, Eingangshalle. Also hier anfangs ist das Eingangstor. Ich habe mich mal ein bisschen zurückgeschlichen wieder, weil ich von der Haupthalle aus nicht mehr wirklich weitergekommen wäre. Und ich habe übrigens festgestellt, als ich mir den letzten Part angeschaut habe, dass es tatsächlich nicht normal ist, dass ich nur so wenig sehe. Also irgendwas stimmt mit meiner Grafikkarten-Gamma-Einstellung anscheinend wieder nicht. Und deshalb ist das bei mir alles dunkler, als es eigentlich sein müsste. Was diesen Horrorfaktor nochmal ein bisschen verstärkt. Und ich finde das eigentlich ziemlich unfair. Ups. Ja. Ist halt doof. Irgendwie sehe ich jetzt weniger, als ich eigentlich sehen sollte. Beim letzten Mal hat es sich tatsächlich von alleine quasi wieder geregelt. Ich weiß nur leider nicht, wie. Eigentlich müsste da oben gleich irgendwo ein Zombie durchkommen. Den würde ich ganz gerne mal direkt plätten. Willst du nicht? Komm schon. Weil ich gerne gleich in diesen Gang da hoch würde. Ich habe mir mal anhand von anderen Let's Plays nochmal angeschaut, wie das Level hier aufgebaut ist. Und mich da nochmal so ein bisschen umgeschaut. Aber gut, dann halt nicht. Ich will immer auf Shift mich ducken. Irgendwie habe ich zu viel Minecraft gezockt in letzter Zeit. Da duckt man sich ja auch auf Shift. Okay. Die Tatsache, dass ich überhaupt nichts gesehen habe in dem letzten Part, hat man übrigens auch daran bemerkt, dass ich eine Tür gesucht habe, wo keine ist. Und mich total bei diesem komischen Zombie erschrocken habe. Weil ich den überhaupt nicht bemerkt hatte vorher. Na super. Übrigens noch was mich in diesem Level mega nervt, wenn man schon auf der Flucht ist. Dann meistens vor einer verschlossenen Tür. Oder landet man meistens vor einer verschlossenen Tür. Und hier dauert das Ewigkeiten, bis man die Scheißteile mal geknackt hat hier. Also diese Schlösser. Okay, da oben schwänzelt noch irgendwer rum. Ich glaube, das ist ein Zombie. Es lohnt sich, aber ich habe, ja wie gesagt, im Einkaufsbildschirm ein bisschen was mitgenommen, was töten kann. Speziell was Untote töten kann. Ich habe da unter anderem Feuerpfeile ohne Ende mitgenommen, weil man die Viecher, so gerade Zombies, mit den Feuerpfeilen ja direkt mit dem ersten Schuss töten kann. Ich setze hier mal kurz einen Schnellspeicher. Einfach nur, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo mich dieser Zombie erwarten wird. Hier ist eine kleine Rolle, eine kleine Schriftrolle, die uns etwas über den Keller dieser Kathedrale verrät. Ich werde euch das hier mal ganz kurz einblenden. Es missfällt mir, dass allgemein bekannt ist, dass so viele mechanische Systeme in der Anlage davon abhängen, wie die Maschinen im Keller der Kathedrale funktionieren. Unsere Feinde könnten dies ausnutzen und Sabotage verüben. Wir sollten die Systeme dergestalt umbauen, dass ein jedes von einer Quelle in seiner unmittelbaren Umgebung gespeist wird. Ja, könnt ihr mal ganz kurz lesen. Allerdings bringt euch das ja mal relativ wenig, wenn ich euch das hier auf Englisch vorbrabbel. Ich zücke schon mal meine Feuerpfeile. Ich sehe nichts. Das macht mich gerade mega nervös. Mein Schädel. Schmeiße ich den doch mal irgendwo in die Richtung. Plupp. Oh, das ist so. Ich sehe wirklich überhaupt nichts. Das ist mega nervig. Eigentlich müsste hier irgendwo ein Zombie sein. Ist allerdings nicht wo. Ich weiß, warum hier keiner ist. Ich habe mir das bei jemandem angeschaut, der die Mission auf Experte spielt. Und ich nehme an, bei dem werden hier noch ein paar mehr Viecher rumlaufen als normal. Warum? Weil ich die Feuerpfeile noch in der Hand habe.
Warum bin ich hier so sichtbar? Was ist los? Was geht? Oh Gott. Hey, Überraschung. Stirb. What the hell? Warum brauche ich für dich so viele? Würdest du bitte kaputt gehen? Jetzt wird's lustig, Leute. Nee, kommt von der Seite. Ich warne euch. Nein! Jetzt habe ich sie gerade weggepackt. Ohne Witz. Ist das dein Ernst? Die treffen mich ja gar nicht. Aua aus. Die treffen mich doch. Ganz kurze Momente. Load. Quick save. Return to the kids. Ah, okay. Ja gut, das lief ja richtig klasse. Ich habe keine Ahnung, warum ich da auf einmal so sichtbar war. Ich habe vermutet, weil ich die Feuerpfeile noch in der Hand hatte. Also im besten Fall nicht unbedingt mit Feuerpfeilen um sich schießen, wenn man da gerade mitten in der Haupthalle ist. Ne? So, Memo an mich selbst. Genau, hier war ja der Gang. Ich gehe jetzt erstmal hier längs, weil hier sehe ich wenigstens was. Könntet ihr mal mit diesem Gestöhne aufhören? Das macht mich nervös. Okay, hier dürfte eigentlich auch keiner sein. Ich mal kurz hier längs. Oh! Diese Scheißtüren, warum müssen die mal zugehen? Okay, also ihr habt jetzt vielleicht da einen Blick in die Halle, die Haupthalle. Ich habe diesen Blick leider nicht, weil ich da unten eigentlich nur Dunkelheit sehe und drei Lichtflecken. Wenn diese Viecher an den Lichtflecken vorbeikommen, sehe ich sie hin und wieder mal, aber ist etwas schwierig. Ich sehe da, dass da zwei rumrennen die ganze Zeit. Es wäre optimal, wenn ich da vorne einfach eine Mine hinschmeißen könnte und die dann beide einfach in diese Mine reinrennen. Das wäre total cool. Blöd nur, wenn nur einer reinrennt, weil ich habe nur drei Minen. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass ich alle drei jeweils mit einer Mine kaputt kriege. Ja, schaut euch da um. Los, geht da hin. Geht in die Ecke. Geht doch in die Ecke. Geht doch in die verkackte Ecke da hinten rein. Da hinten, da. Ich hab doch. Nein. Da. Da hinten, los. Oh, wie blöd ich einfach bin. Ist das euer fucking Ernst? Habe ich jetzt gerade mit dem Pfeil die Mine ausgelöst? Habe ich ernsthaft gerade mit meinem scheiß Pfeil die Mine ausgelöst? Oh, ich bin so ein Profi, ey. Ich bin so ein Profi. Einmal Props an die Hüter, Leute. Ihr habt mich echt wahnsinnig gut ausgebildet. Akolyten-Power. Ah, apropos Akolyten. Ohne jetzt irgendwie groß spoilern zu wollen. Diese Viecher da unten sind untote Hameriten. Mehr oder weniger. Und können, also die haben irgendwie die Fähigkeit, also mal abgesehen davon, dass das ziemliche Badass-Gegner teilweise sind, haben die die Fähigkeit, wenn sie einen entdeckt haben, so über telepathische Fähigkeiten miteinander zu kommunizieren. Und wenn einer mich entdeckt hat, haben mich quasi alle entdeckt. Und dann geben die so über Gedankensprache irgendwie weiter, dass ich hier bin. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Suche ich das mit der Mine aber nochmal. Weil ich glaube, dass das die beste und einfachste Methode ist, diese Viecher loszuwerden. Ja, ja, komm schon, komm schon. Ja, Mann! Zwei auf einmal. Oh, es ist geil. Oh, oh. Hinter mir? Nein, da unten, ne? Ich werfe einfach direkt nochmal eine.
Kommt. Jetzt Zombie und den Vieh und den komischen Typen da. Bitte. Nein! Boah, die Zombies sind so scheiße stark. Ach, das ist ein Geist, das ist gar kein Zombie. Komm schon, jetzt aber. Alle auf einmal hier. Hey, wo ist die denn gelandet? Bam! Okay, wundervoll. Jetzt habe ich es nur noch mit Geistern und Zombies zu tun. Soweit ich weiß. Und das kann ich jetzt folgendermaßen regeln. Diese Geister sind übrigens ziemlich fies. Aber, soweit ich weiß, kann ich die mit Konstantins Schwert platt machen. Jetzt sehe ich die scheiß Zombies nicht. Lass mich veräppeln. Aua. Geschafft. Waren das jetzt zwei? Okay, der Geist sieht mich. Ist ein bisschen blöd. Muss mich mal kurz hier verkrümeln. Okay. Das hat tatsächlich besser geklappt, als ich das erwartet habe. Ja, hier... Ich lebe ja dieses Spiel mit der Devise nicht töten. Allerdings habe ich in diesem Spiel, beziehungsweise in diesem Level hier keine andere Wahl. Es handelt sich halt auch nur rein um Untote die ganze Zeit. Und was ich jetzt eigentlich tun wollte, war, mich hier hochzuhangeln. Jetzt hat er mich natürlich einmal mit seinen scheiß komischen Dingern da getroffen. Okay, einen Zombie haben wir noch. Kriege ich aber mit den Feuerpfeilen platt. Hoffe ich. Bamsch. Und gebamt. Ich weiß, das ist ziemliche Verschwendung, aber ich würde gerne mein... Dankeschön. Komm schon. Gib mir. Okay. In der Hoffnung, dass mich die Geister jetzt in Ruhe lassen. Da vorne auf der anderen Seite ist das Auge, da hinten ganz klein. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das ist ja noch mal, auch nochmal eine extra Herausforderung für mich, dadurch, dass das hier überall so dunkel ist. Oh, jetzt muss ich irgendwie darüber, ne? Sekunde. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert, aber das ist mir jetzt gerade egal. Profi! So, the Pro. Ah, geschafft. Seht ihr da was? Ist da was? Ey, die scheiß Tür hält mich fest. Boah, ich wünschte, ich hätte sowas wie eine Fackel oder so. Hab ich doch. Sehe ich hier mehr, wenn ich den gezogen habe? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, das hat sich erledigt. Ich glaube aber auch nicht, dass hier irgendwas ist. Nope, sieht gut aus. Okay. Da unten ist noch ein Geist. Bin ich mir auch nicht sicher, ob es hier von mehrere gibt. Die Tür hat mich schon wieder geschubst hier. Ich glaube, irgendwo hier müsste aber noch ein Zombie rumliegen. Oder auch nicht. Okay, die Geister scheinen mich jetzt so nicht wirklich zu bemerken. Ich muss mich aber gleich nochmal da oben umschauen. Jetzt, wenn ich hier durch die Tür gehe, würde ich quasi schon direkt bei dem Auge landen. Und der mitunter wichtigste Grund, warum ich mich so früh schon um die ganzen Gegner gekümmert habe, ist die Tatsache, dass wenn ich das Auge habe, diese Viecher allesamt aufmerksam werden auf mich. Ups. Und ich dann so gut wie keine Chance mehr habe, hier noch zu entkommen.
Wenn die dann alle noch da unten rumlaufen, dann wissen alle sofort, dass ich da bin. Oh, ein Wasserfall, sehr schön. Ich glaube aber hier war nichts Besonderes mehr. So, nochmal, wenn die Viecher dann allesamt auf mich zukommen, alle wissen, dass ich da bin, dann habe ich ein Problem. Würde ich mal so behaupten. Ich speichere hier an der Stelle nochmal. Wage nochmal einen kurzen Blickchen. Okay, hier geht es jetzt nochmal rüber. Ich wage es abermals, jetzt hier rüber zu begeben. Okay. Oh, hier ist es so schön hell in diesen Gängen. Das finde ich total gut. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung habe, woher das Licht kommt. Gold. Ich glaube auch, wartet mal ganz kurz, ich gucke mal in meine Objectives rein. Da steht einfach nur Grab the Eye und Leave the Cathedral. Also im Prinzip, ich habe hier weder irgendeinen bestimmten Goldanteil, den ich stehlen muss, noch habe ich irgendwelche anderen Ziele, außer einfach nur das Auge schnappen und wieder verschwinden. Ich glaube, das ist auch in Anbetracht dessen, was wir für diese Mission bekommen, alles, was wir hier wirklich tun müssen. Ist dein Ernst? Muss ich dieses scheiß Teil hier noch knacken, oder was? Oh Gott. Das ist doch jung. Gut. 300 Gold. Weil ich irgendwie... Ein Ring ist das, glaube ich, ne? Hab ich eingesammelt hier. So, noch einmal einen dicken Schnellspeicher setzen hier. Denn ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Ein Moospfeil. Sehr schön. Einer oder mehrere? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Gibt es hier hinter irgendwas mitzunehmen? Ich glaube nicht. Hier haben wir eine Tür und hier haben wir eine Tür. Aber darum kümmere ich mich in der nächsten Folge. Ich bin heute in dieser Folge relativ weit gekommen. Ich habe die Hoffnung, dass diese Mission relativ schnell vorbei sein wird. Beziehungsweise der heikle Teil dieser Mission sehr schnell vorbei sein wird. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!